Wie man in Emden eine Katastrophe durch Brandstiftung verhindert hat? Von den Schöfelfreuden in Ostfriesland. Vielleicht ist es der Emsvertiefung geschuldet oder der allgemeinen Klimaerwärmung. Jedenfalls kommt Eisgang auf der Ems heute kaum noch vor. In uralten Zeiten aber verwandelte im Grunde noch fast jeder Winter die Kanäle, Schlote und auch Meere in ausgedehnte, miteinander nahtlos verbundene Schöfelbahnen, und man konnte durch ein frostiges Wintermärchen gleiten, tanzen, sausen, ja fast fliegen und schweben. Hinte, Emden, die Krummhörn, das große Meer, alles nur Landmarken, die man mit roten Wangen und flatterndem Schal an sich vorbeiflitzen lassen konnte. Glückliche, nein, selige Tage auf glitzerndem Eis, wenn der Frost ein Arbeiten ohne dies verhinderte. Doch selbst damals führte die mächtige, den Gezeiten gehorchende Ems eher selten Eis. Umso größer war dann entsprechend die festliche Aufregung, wenn man sich, wie zum Beispiel aus dem Kältewinter 1568 überliefert, in Scharen zu Fuß bei Petkum über die Ems bewegen, bei Leerort sogar mit Pferdefuhrwerken gefahrlos den Strom kreuzen konnte. Ein solch gewaltiger Frost musste es auch gewesen sein, als sich das Eis zwischen Emden und der Nesse zusammenschob. Alles, was gesunde Beine hatte, war auf die Eisfläche gestrebt, nur wessen Glieder schon etwas zu wackelig geworden waren, sich den damals noch aus Knochen gefertigten Schöfelsand zu vertrauen, blieb am sicheren Ufer stehen, beobachtete das frohe Treiben aber dennoch mit leuchtenden Augen und kostbaren Erinnerungen im wachen Herzen. So stand auch ein alter, schon etwas zittriger Herr am Absperrbaum des Binnenhafens und ließ sehnsüchtig die Blicke schweifen. Augen und Ohren, damit hatte er Glück, taten ihm noch gute Dienste. So wurde er mit einem gewahr, daß sich zwischen all das Kreischen und Jauchzen draußen auf der Eisfläche plötzlich auch andere Geräusche mischten. Ein Knistern und Knacken, ein Knirschen und Knarren, das ihn aufschreckte. Seine alten Augen begannen prüfend das Eis abzusuchen, und ihm stockte der Atem. Es zeigten sich Sprünge in der eben noch so massiv wirkenden Eisfläche, und wenn man genau hinsah, bemerkte man, wie das Eis ganz langsam begann, auseinander zu driften. Das Entsetzen schnürte ihm fast die Kehle ab. Rasch machte auch andere Umstehende auf die sich anbahnende Katastrophe aufmerksam, und man beratschlagte in verzweifelter Eile, ob und wie es wohl möglich sei, die Hunderten von selbstvergessenen Eisläufern rechtzeitig auf festen Grund zurückzubringen. Einem Geistesblitz folgend eilte man, so rasch es eben ging, zum nahen Kirchhof und setzte ein dort befindliches Strohhäuschen in Brand. Gleichzeitig wurden hektisch die Glocken gebeiert und so auch die Aufmerksamkeit der Schöfler gewonnen. Zahllose Augenpaare richteten sich auf Rauch und Feuer. Ein Brand! War die Stadt in Gefahr? Nein, die nächsten Wohnhäuser standen entfernt genug, aber dennoch musste man zur Brandstätte eilen, die einen um zu helfen, andere gewiss auch zum Gaffen. Einzig wichtig war, dass sie alle vom Eise und an Land strebten. Eben noch rechtzeitig, denn kaum hatte auch der Letzte die sichere Seite des Absperrbaumes erreicht, setzte sich das Eis auf der Ems auch schon in ebenso träge wie unaufhaltsame Bewegung. Die gerade noch trügerisch geschlossene Fläche trieb auseinander in einzelne Schollen. Wer jetzt noch draußen wäre, würde unerbittlich entführt werden, seewärts getrieben, unerreichbar, unrettbar, und in der Nordsee jämmerlich ertrunken sein. Stattdessen aber war das Hüttchen mit vereinten Kräften rasch gelöscht und man durfte weiterleben. Die Geschichte selbst findet sich noch in den Archiven über den zittrigen alten Schutzengel, dem die Bürger ihre Rettung zu verdanken hatten, ist aber leider nichts mehr bekannt.